Lärm macht sie, seitdem der neue Alien aufgetaucht ist. Er hat einen Namen. Er heißt Gax. Das ist bestimmt ein Alarm, oder? Möglich. Es könnte die anderen Aliens zu Gax geführt haben, falls das ihr Ziel war. Was wollen wir hier überhaupt reparieren? Bis auf das bisschen Piepen ist es großartig, von Alien zu Alien zu wechseln. Und ich habe einen supermächtigen Bonushelden. Ben, ich fürchte, es ist etwas komplizierter als das, aber wir kriegen das hin. Als Team. Au, Phil! Was ist das für ein Teil? Das ist ein Gerät, das die Energiesignatur deiner wechselnden Alienformen liest. Jetzt reicht's. Das ist meine Uhr und das sind meine Aliens. Wenn etwas damit nicht stimmen würde, dann wüsste ich es als Erster. Ich probiere jetzt meine neuen Kräfte aus. Und zwar alleine. Ben? Nein, es ist besser, wenn er geht und die Uhr so viel wie möglich benutzt. Dann haben wir mehr Daten zum Verarbeiten. Okay, Gax. Super Stärke! Oho! Super Salto! Haha, ja! Er schießt und trifft! Und was ist besser als ein Baum zu grillen? Drei Bäume auf einmal! Oh yeah! Ich kann's nicht fassen, dass dieser Phil das reparieren will. Ich glaube, er hat's noch schlimmer gemacht. Ich will mich auf Gax konzentrieren. Wenn ich nur dieses blöde Teil von meiner Uhr lösen könnte. Für diesen Job brauche ich stahlhartes Werkzeug. Komm schon, Uhr. Ich will mit Gax trainieren. Hä? Was? Schau, was du angerichtet hast, Phil! Da. Ja, so kann ich wenigstens das Feuer austreten. Das ist äußerst unangenehm. Au, 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 au. Ich fühle mich nicht so toll. Ja. Ja. Oh nein. Nein, nein, nein. Na also, geht doch. Ja. Oh, oh. Oh Mann, bleib cool, wenn du schaffst das, du meisterst jede Herausforderung. Na also, und ich musste nicht mal einen Finger dafür krümmen. Das Feuer ist schon mal aus. Ach, nicht du auch noch. Diese Werte sind viel zu hoch. Vergiss die Werte, Phil. Ben ist in diese Richtung gegangen. Wir müssen ihn finden. Einen Moment. Da stimmt etwas nicht. Die Daten in der Uhr, die Ben erlauben, sich zu transformieren. Ein Teil davon ist fragmentiert. Unvollständig. Als würde eine Hälfte fehlen. Es scheint sich gar nicht um einen Alarm zu handeln. Ich glaube, es ist ein Ortungssignal. Wow. Noch ein Alien? Ich gehe lieber kein Risiko ein. Bloß nicht. Knappe Sache. Ich habe echt die Nase voll von Waldbränden. Und dich habe ich auch noch im Blick. Gax, zusammengeschrumpelter Zwilling? Du nennst dich also Gax, ja? Dann nennst du mich bitte Will. Ich grüße dich, Chimerana. Chimerana, wie bitte, was jetzt? Ist das deine Alienrasse? Ist Gax etwa auch so ein Alien? Du hast wirklich keine Ahnung, über welche Macht du verfügst, oder? Oh, ich hab eine Ahnung. Pass mal auf. Natürlich besitzt deine Form große körperliche Stärke. Aber es mangelt dir an Kontrolle. Jetzt klingst du wie Opa Max und Gwen. Noch einer, der mir Vorschriften über meine Aliens macht. Richte doch dein Laser auf einen neuen Baum. Dieses Mal führe ich dich. Ich hoffe, du hast einen Feuerlöscher in deinem Raumschiff parat. Gut. Jetzt hör nicht auf. Konzentration. Kontrolliere deine Macht. Wow. Es brennt überhaupt nicht. Ich habe einfach den ganzen Baum weggelasert.